Der Erfinder dieses Autos behauptet, der Antrieb, der da drin steckt, ist die beste und umweltfreundlichste Variante, die wir haben für unsere Mobilität von morgen. Aber das ist kein normales Elektroauto, das ist auch kein Benziner oder Diesel oder Hybrid davon, sondern hier drin wird Methanol getankt und eine Brennstoffzelle angetrieben. Und was daraus dann auf der Straße entsteht, das schauen wir uns heute an bei Felix Pferd, Gumpert Nathalie. Und falls ihr jetzt denkt, Brennstoffzelle, habe ich schon mal gehört, Wasserstoff, ineffizient. Nee, das hier ist was anderes. Das hier ist nämlich mit Methanol. Hier wird Methanol getankt. Ein Auto, was Spaß macht, 0 auf 100 in 2,5 Sekunden. Die Typen sind da vorne. Kein ABS. Ein Batterie-Elektroauto wie zum Beispiel ein Tesla macht keinen Sinn. Zumindest für die meisten Einsatzzwecke nicht. Das ist nicht mein Zitat, aber auch nicht von irgendjemandem. Sondern sowas sagt ein Ingenieur, der unter anderem 1980 schon für Audi den Quattro-Allradantrieb in den Massenmarkt gebracht hat. Und ich meine, der wurde bis heute millionenfach verkauft und ist immer noch sehr aktuell. Also der Mann, der weiß einiges. Jetzt hat dieser Ingenieur aber ein neues Projekt, und zwar die Methanol-Brennstoffzelle. Er ist überzeugt davon, dass das die Zukunft ist. Aber wie es sich fährt, wie es sich anfühlt und was der Mann uns sonst noch so zu sagen hat, das schauen wir uns heute in Ingolstadt an, bei Roland Gumpert. Was hast du dir dabei gedacht, als du dieses Auto entwickelt hast? Ein Auto für die Zukunft, eine Antriebseinheit für die Zukunft. Mit Wasserstoff, ohne Emissionen. Das wird für alle Autos, in Automobile, in der Luft, im Wasser, die Zukunft sein. Okay, stopp, warte mal. Aber man hört doch überall, dass diese Wasserstoff-Brennstoffzellen super ineffizient sind im Vergleich zu Batterie-Elektroautos und deswegen gar keinen Sinn machen. Und auch die Infrastruktur dafür extrem komplex und dadurch sehr teuer ist. Man muss ja unter Hochdruck den Wasserstoff speichern und dann irgendwie einspeisen, Autoexplosionsgefahr, alles, was dazugehört. Also deswegen fahren wir alle eigentlich Batterie-Elektroautos immer mehr. Nur, warum meint der Gumpert, dass sein Konzept trotzdem mehr Sinn macht? Was hast du jetzt anders gemacht? Das ist ein Elektroauto. Das arbeitet mit einer Batterie, aber sowohl als auch. Das fährt also elektrisch. Man kann Primärenergie, die ist unschlagbar von der Effizienz, kann man damit benutzen. Oder aber man kann Sekundärenergie, das klingt jetzt so hochtrabend, aber das ist Wasserstoff oder bei uns eben Methanol, veredelter Wasserstoff, benutzen und ich erzeuge meinen eigenen Strom. Es ist so, als wenn das Auto mit einem Kabel, unsichtbaren Kabel, verbunden ist an der Steckdose und ständig mit diesem Kabel rumfährt. Es wird ständig geladen. Das, was man jetzt hört, das ist die Lade, die Ladung. Der lädt sich gerade selbst. Der lädt sich ja gerade selber, obwohl er nicht am Stromnetz hängt. Also hier haben wir eigentlich ein Elektroauto, was man aber flüssig betankt, wie jetzt ein Benziner oder Diesel. Ja? Also man tankt da Methanol und das wird dann hier drin automatisch in Strom umgewandelt durch eine Brennstoffzelle und das lädt eine Batterie auf und man fährt dann mit der Batterie, aber man lädt immer auf. Super erklärt. Ich kann ja anfangen eigentlich. Ja. Okay, das hört sich alles eigentlich erstmal sehr schön an, aber wo kommt das Methanol eigentlich her und ist das überhaupt umweltfreundlich? Breaking Lab hat dazu ein sehr gutes Video gemacht, wo er den Unterschied zwischen schwarzem Methanol, was nicht wirklich gut für die Umwelt ist, und grünem Methanol, was emissionsneutral ist, erklärt. Wir fahren also grünes Methanol. Wir nehmen Wasser. Im Wasser ist ja H2, also H2O, H, das Wasserstoffatom. Nehmen aus dem Wasser das H-Atom und mischen es aus der Luft, das CO2, was die Pflanzen einatmen und wir ausatmen. Das nimmt man und mischt es zusammen und daraus kommt eben dieses Methanol. Methanol ist was chemisch gesehen? CH3OH. CH3OH. Also ich merke schon, wir kommen langsam in den Chemieunterricht, aber es ist halt wirklich super spannend. Du hast mir es vorhin schon mal richtig gut erklärt, weil es halt im Endeffekt nehmen wir ja die Kraft aus dem Wasser auch. Ne? Dieses CH3OH, dieses Methanol hat 4 H-Atome. Das mische ich jetzt nochmal mit Wasser. Das hat nochmal 2 H-Atome. Und diese 6 H-Atome erzeugen mir den Strom. Das heißt, ein Drittel der Energie aus diesem Auto kommt aus purem Wasser. Und am Ende kommt hinten raus Wasser? CO2. Was ich aus der Luft genommen habe und hinten raus kommt Wasser.
Und das CO2 entweicht auch aus dem Auspuff praktisch? Ja, ja. Okay, das heißt, man schon wie beim Verbrenner, CO2 kommt raus, aber halt, wenn man grünen Methanol genutzt hat, dann ist es nur CO2, was vorher in der Luft schon war. Richtig. Und nicht wie bei einem Benziner, weil da nimmt man ja eben fossiles CO2. Ja. Und da lass uns mal rübergehen, weil hier haben wir schon genau was davon. Hm? Ja. Genau das, wovon du sprichst, steht hier schon in den Kanistern, deine eigene kleine Tankstelle. Weil noch gibt es ja keine richtige, also kaum Methanol-Tankstellen in Deutschland. Ne? Das ja, man kriegt in jedem Baumarkt kriegt man Methanol. Dann muss man halt zum Tanken in den Baumarkt fahren. das wird doof. Jede Tankstelle, Benzintankstelle, kann ich mit 2000 Euro eine Zapfsäule umrüsten in Methanol. Und hier ist jetzt eben Methanol. Das ist jetzt schon fertig gemischt mit Wasser. Ja. Also 40% Wasser und Methanol. So sieht das hier dann aus. Natürlich ist es auch giftig. Ich darf es nicht trinken, aber Diesel und Benzin trinke ich auch nicht. Kannst du uns zeigen, wie es aussieht? Aber es ist biologisch abbaubar. Weil Benzin und Diesel hochgiftig, ne? Ja. Und Methanol ist das. Das ist Methanol. Ja. Also, das ist jetzt gar kein Problem, weil es eben biologisch abbaubar ist. Ja, ist biologisch abbaubar. Ist ja mit Wasser gemischt, riecht ein bisschen nach Alkohol. Wenn ich einen Schnaps brenne, der erste Schuss ist Methanol. Ja. Und dann kommt dann Ethanol, den Alkohol, den ich trinken darf. Also das darf ich hier nicht trinken, da werde ich blind oder ich muss sterben. Ne? Ja. Aber als Kraftstoff natürlich verwendbar. Hier ist mein Tank und ganz normal. Ich tanke voll. Das ist also der Hauptvorteil zu einem Elektroauto, dass man einfach 800 Kilometer Reichweite in 3 Minuten nachtanken kann. Und im Gegensatz zu einem normalen Wasserstoffbrennstoffzellenauto ist es nicht hochexplosiv, sondern du kannst an einer ganz normalen Zapfsäule tanken. Genau wie mit einem Benziner oder Diesel. Nur im Gegensatz dazu, zumindest solange man grünes Methanol benutzt, ist das Ganze emissionsneutral. Und grünes Methanol ist eh eine super spannende Anwendung für ganz viele Zwecke in der Welt, auch in der Industrie, weil dabei zum Beispiel CO2 aus der Atmosphäre gezogen werden kann, um es dann eben im Methanol zu binden. Also mal schauen. Aber leider derzeit ist der absolute Großteil vom Methanol, was weltweit produziert wird, noch schwarzes Methanol. Und das ist eben, wie wir gesagt haben, nicht wirklich umweltfreundlich, weil es wird unter anderem zum Beispiel aus Erdgas gewonnen. Also ja, nur in einer Zukunft, wo es wirklich viel grünes Methanol geben würde und natürlich es auch genügend Tankstellen gibt, die grünes Methanol anbieten und darauf umgerüstet sind, funktioniert das Konzept von Roland Gumpert, was jetzt im Kleinen natürlich schon sehr gut läuft, aber erst dann würde es richtig massentauglich werden. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie das Ganze sich denn anfühlt beim Fahren in so einem sehr sportlichen Fahrzeug. Nicht mit dem, der ist schon verkauft, den darf ich ja nicht fahren, aber hier vorne, den gelben, man sieht ihn schon im Hintergrund, ja? Mit der kleinen Weste. Den kannst du fahren, ja. Da darf ich jetzt noch mal ein bisschen gucken, wie das Ganze auf der Straße ist. Der Christian hat mich eingeladen, hat gesagt, ich darf einen Methanol-Supersportwagen testen, der in 0 auf 100 in 2,5 Sekunden fahren kann. Deswegen testen wir heute eben das Auto. Also danke für die Einladung. Du bist aber nicht so ein guter Beifahrer, das haben wir auf jeden Fall schon mal gemerkt hier. Ja. Felix, mir ist latent übel, muss ich sagen. Und ich kotze gleich die 500.000 Euro hier voll, ne? Das weißt du. Also es ist halt sehr, sehr laut, weil wir auch Fenster auf haben. Aber auch mit Fenster zu ist das genauso laut. Das ist aber das Getriebe, was man hört. Also hier ist ein nicht serienmäßiges Getriebe hin oder kein Getriebe, was im fertigen Auto sein wird. Das ist ja ein Prototyp, deswegen das ist halt sehr laut. Die Motoren später wird man eigentlich nicht hören. Also es wird eigentlich wie ein Elektroauto sein, denn die Power kommt eben von den Elektromotoren. Also, aber was ist jetzt eigentlich der Unterschied zu einem Elektroauto? Naja, beim Gumpert Nathalie tankt man Methanol und in einer Niedrigtemperatur-Brennstoffzelle wird aus diesem Methanol konstant 15 kW Strom erzeugt. Das ist nicht genug, um richtig sportlich fahren zu können, aber damit wird konstant der Akku aufgeladen vom Auto und dieser Akku ist dann eben für die Fahrleistung verantwortlich und damit hat man eben auch das typische Fahrverhalten eines Elektroautos mit krasser Beschleunigung und sehr direkten Ansprechverhalten. Und jetzt der große Vorteil eben, dadurch, dass die Brennstoffzelle, zumindest solange Methanol im Tank ist, konstant den Akku auflädt,
hat man nie Sorgen darum, dass der Akku irgendwie leer gehen würde. Selbst wenn man parkt, kann der Akku eben weiter aufgeladen werden durch die Brennstoffzelle. Also man muss eigentlich nur tanken und wenn das alles funktioniert, könnte man das ja vielleicht in Zukunft an fast jeder Tankstelle. Dementsprechend in der idealen Welt mit grünem Methanol, wenn man das nur das benutzt, dann hat man hier ein CO2-neutrales Auto. Das ist natürlich schon fett, weil du hast nicht das Problem, dass du sehr lange laden musst. Du kannst es voll tanken wie ein normales Auto in 3 Minuten und kommst damit zwischen 800 und 1000 Kilometer. Ich wollte einfach mal schauen, wie dieses Auto, was ja auch so krass aussieht von außen, wie das von einem McDonald's aussieht. Aber guck mal, ist doch gelb und es passt doch perfekt. Ich kann gerne die Kamera einmal anmachen draußen, warte mal gerade. Ist nur die Frage, ohne Rückwärtskamera, wie man hier parkt. Ich weiß ja nicht, wie weit ich nach hinten komme. Wie weit kann ich nach hinten? Stopp. Stopp schon? Da geht doch noch was. Wie viel hinten? 50, 40, 30, 30, stopp. So, dann drücken wir auf P. Wir haben Alltagsproblem gefunden. Was denn? Dieses Auto hat keinen Schlüssel. Aber guck mal, ich finde das hier gar nicht so schlecht aus hier vor. Ich traue mich ehrlich gesagt nicht, die Tür zuzumachen, weil ich nicht weiß, ob wir wieder reinkommen. Weil wir keinen Schlüssel haben, ne? Ja. Ja. Also, nachher geht die Tür nicht mehr auf. Es gibt keinen Schlüssel, ne? Also was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, ich finde einfach interessant ist ja die Vision vom Entwickler. Denn er sagt, was wir hier gerade alle machen, dass wir nur auf Elektromobilität gehen, das ist ein Fehler. Weil man eben die teuren und schweren Batterien braucht und dafür die seltenen Erden braucht und so weiter. Das ist seine These, ne? Dass das eigentlich für viele Anwendungszwecke ein Fehler ist und das hier besser sei. Davon ist Roland Gumpert also überzeugt. In Zukunft könnten nicht nur Autos, sondern auch LKWs oder sogar Flugzeuge von einer Methanol-Brennstoffzelle angetrieben werden. Ich selbst fahre zwar privat ein ziemliches Dinosaurier-Auto mit einem V8-Saugmotor und ich liebe das manuelle Schalten, den Klang und alles, was da so dazugehört. Aber ich bin auch schon tausende Kilometer mit Elektroautos gefahren und habe unter anderem auch im Winter Island rein elektrisch umrundet. Deswegen kenne ich auch die Vorteile vom elektrischen Dahingleiten, der lautlosen, starken Beschleunigung. Aber natürlich auch ein bisschen die Nachteile, wie die Reichweitenangst oder überhaupt, dass man so lange nachladen muss. Deswegen finde ich das Methanol-Brennstoffzellenkonzept von Herrn Gumpert sehr spannend. Aber es steht und fällt natürlich mit der politischen Unterstützung für diese Technologie und der auch damit verbundenen Motivation für die Autokonzerne, überhaupt Autos damit zu bauen und das Ganze auch mit den ganzen Tankstellen und so weiter in den Massenmarkt zu bringen. Wenn ihr noch mehr zu dem Thema erfahren wollt, dann schaut auf jeden Fall auf den neuen Kanal Besser vorbei, bei euch eben. Perfekt. Schön, wir haben gesagt, wir reden drüber und du hast gesagt, wir haben gesagt, ich darf es machen, ich mach's jetzt. Der neue Kanal von der ARD, auch auf YouTube natürlich auch zu finden. Ja, und da könnt ihr es auf jeden Fall auschecken. Der Link ist in der Beschreibung drin. Vielen Dank auch, dass du dir die Zeit genommen hast, um das zu testen. Und fuck die Hände. Scheiße. Okay. Und ja, ich sag tschüss. Bis dann. Tschüss, Leute. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.